Hallo, hier bin ich. Da bin ich also, nicht? Tut mir leid, dass ich mich wieder verspätet habe, aber Sie haben ja selbst gesehen, dass ich auf dem Weg zu Ihnen wieder ein paar kleine unterirdische Umwege nehmen musste. Nett, dass Sie trotzdem freundlicherweise auf mich gewartet haben. Und da haben Sie doch echt Schwein gehabt, dass dieses wunderschöne Theater da ist. Denn wenn das nicht da wäre, dann würden Sie jetzt im Freien sitzen, nicht? Ja, wir sind ja heute Abend ein bisschen auf Ihre Reaktionen angewiesen. Also ich würde sagen, wenn Sie irgendwann mal im Zweifel sein sollten, ob Sie nur lachen sollen oder nicht, dann wäre es uns ehrlich gesagt lieber, wenn Sie ruhig ablachen, ja. Also zum Lachen sind Sie ja hoffentlich hergekommen, haben alle Ihren Ärger zu Hause gelassen. Weil der eine oder andere hatten auch neben sich sitzen. Wenn ich flüchte, dann flüchte ich ja immer hier auf dieses Dach, ja, und da habe ich es mir schon mal ein bisschen gemütlich gemacht. Ich habe hier so einen richtigen kleinen Dachgarten angelegt. Und hier vorne habe ich so Tulpen angepflanzt. Da ist ein besonderer Trick dabei. Wenn jetzt die Polizisten zu mir aufs Dach hochkommen und sehen die Tulpen, dann denken die, oh Gott, schon in Holland. Und dann ziehen sie sich ganz schnell wieder über die Grenze zurück, ja? Und wenn die Bullen, wenn die Polizisten auf den Trick nicht reinfallen, dann stelle ich immer mein Verkehrsschild auf, ja, hier, Kreisverkehr, ja? Dann müssen die Polizisten immer im Kreis um mich rumlaufen und ich stehe in der Mitte und sie kommen nicht an mich ran! Ganz schön bescheuert, nicht? Aber manchmal braucht so ein kleiner Gauner auch was fürs Herz, ja, für den Klopfmuskel, nicht? Und deswegen habe ich hier mir meinen kleinen privaten Telefonanschluss gelegt, ja. Ich kann ja meine dauerverlobte Mausi anrufen. Mausi. Mausi? Ja, ich bin's, dein kleines Willi-Männchen, ja. Ja, ich habe mich gerade mal wieder ein bisschen rausgelassen, ja. Ich wollte mich nur mal erkundigen, ob du mir in der Zwischenzeit auch ein bisschen treu geblieben bist. Was? Ach, nur die Mannschaft von Hertha BSC. Was? Ach, mit Ersatzspielern. Ja, die müssen ja auch mal. Ja. Ja, irgendeine Spezialbegabung hat ja jeder, ja. Was? Nee, ich bin dir nicht böse, Mausi. Solange du dich mit den Fischerköhren.